Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verstehe nicht, was noch Wohlwollen tatsächlich überprüft werden muss, warum der ein Abgeordneter den anderen noch überzeugen muss. Im März 2012 hat sich die 7. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister bzw. Senatorinnen und Senatoren der Länder für die Einführung einer stichtagsungebundenen Regelung in das Aufenthaltsrecht tatsächlich ausgesprochen, die eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei erfolgreicher und nachhaltiger Integration bei langjährigem Aufenthalt ermöglichen soll. Somit auch die dafür zuständige Senatorin aus Berlin. Hierzu ist in der Koalitionsvereinbarung zwischen den Unionsparteien und der SPD vom 27. November 2013 folgende Zielsetzung festgehalten. Da einige diese Zielsetzung anscheinend nicht kennen, darf ich an der Stelle zitieren. Um lange in Deutschland lebenden geduldeten Menschen, die sich in die hiesigen Lebensverhältnisse nachhaltig integriert haben, eine Perspektive zu eröffnen, wollen wir eine neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung in das Aufenthaltsgesetz einfügen. Grundlage soll die Bundesratsdrucksache Drucksache 50512 vom März 2013 sein. Die Linke, die Grünen und die Piraten sind, wenn auch womöglich mit unterschiedlichen Akzenten, für eine diesbezügliche Regelung. Und laut Berliner Zeitung, 22. Oktober 2013, ist die Integrationssenatorin Frau Kohlert dafür, dass statt Kettenduldungen Jugendliche nach 4 Jahren und Erwachsene spätestens nach 8 Jahren eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. Sie bezieht sich dabei auf den eingangs genannten Bundesratsbeschluss. Und ich hoffe, Frau Kohlert, Sie halten daran auch fest. Bei so viel überparteilichem Gleichklang sollte eine diesbezügliche gesetzliche Regelung im Bundestag nicht lange auf sich warten lassen. Und bei so viel überparteilichem Gleichklang dürfte es doch keine Schwierigkeit bereiten, in Berlin dem Antrag der Piratenfraktion folgend eine vorgezogene Bleiberechtsregelung tatsächlich auch einzuführen. Nicht nur SPD-geführte Bundesländer wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Schleswig-Holstein, auch das CDU-geführte Hessen haben entsprechende Weisungen an ihre Ausländerbehörde erteilt, Herr Dräger. Der überwiegende Teil dieser Menschen wird auch zukünftig übrigens in unserem Land bleiben. Wie in der Begründung der Bundesratsdrucksache zu Recht bemerkt wird, kann ohne eine Bleiberechtsregelung die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen in vielen Fällen weder durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis geändert werden. Es kann doch nicht angehen, dass sich in der Bundesrepublik rund 86.000 Menschen mit einer Duldung rund 36.000 bereits länger als 6 Jahre aufhalten, ohne zu wissen, wie es in ihrem Leben tatsächlich hier in Deutschland weitergeht. Auch bei dieser Gruppe ist vielen von sogenannten Integrationsleistungen die Rede. Bleiben wir mal bei dieser Terminologie. Wie realistisch ist es, von Menschen, die jahrelang auf ihren Koffern leben müssen, zu verlangen, sich hier einzulassen und einzuleben? Wie realistisch ist diese Anforderung, wenn Menschen jahrelang in Zwangsunterkünften leben müssen, nicht arbeiten dürfen, ein begrenztes geografisches Gebiet nicht verlassen dürfen? Deshalb müssen das Arbeitsverbot, die Zwangsunterbringung und Residenzpflicht aufgehoben werden und dem Personenkreis auch ermöglicht werden, an Sprach- und Integrationskursen teilzunehmen. Auch, sehr geehrte Damen und Herren, auch alle diese Forderungen sind übrigens bereits von Frau Kohlert ausgesprochen worden. Zurück zu einer Berliner Regelung im Vorgriff auf die Änderung des Aufenthaltsgesetzes.
Wie erwähnt, gibt es einen überparteilichen Konsens zur Einführung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung. Und es ist davon auszugehen, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Mache ich, dass diese Änderung des Aufenthaltsgesetzes bald im Bundestag beschlossen werden kann. In dieser Situation ist es geboten, eine vorgezogene Regelung auf dem Erlass weg auch in Berlin einzuführen. Herzlichen Dank.